Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich habe gerade gesehen, dass so an sich alles in Ordnung war, aber in der Stadt hat es angefangen, beim Laufen etwas zu ruckeln. Ich weiß nicht, warum das immer mal wieder ist. Stört mich ungemein. Warte mal, kann ich nicht auch von hier aus irgendwie so? Ich kann es aber leider nicht ändern, wie gesagt. Also es ist ja auch nicht dasselbe Aufnahmeprogramm, was ich sonst auch immer benutze. Und ja, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, wenn ich... Oh, ich kann hier lang. Das ist gut. Dann hier runter und hier, hier müsste es schon irgendwo sein. Ach, da ist es doch. There he is. What the? Kurt? It's been so long. How did you find me? Does that really matter, Major? You're finally gonna pay for all your evil, your treachery, and your schemes. Come with us, Major Herman. If you think I'm gonna give up without a fight, you're wrong. Soldiers, seize them! May the Enlightened protect me in this battle. To my health and death to the others! May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. So. No. What? You shouldn't be surprised. After all, I owe my talents to you. Let's lock him up. The Inquisitor will do the rest. Ich habe einen Schlüssel. Und wir haben hier noch was. Major Hermans Tagebuch. Alles ist bereit für die Pläne des Kommandanten. Die Rekruten, die wir vom Phantomlager hergeschickt haben, sind perfekt geeignet. Rolf hat gute Arbeit geleistet. Jemand hat die Mutterkardinalin von den Plänen des Kommandanten gewarnt. Viele unserer Männer wurden verhaftet und hingerichtet. Ich entschied mich dafür, die Kaserne zu verlassen. Diejenigen, die mich unterstützen, könnten sicherlich verhindern, dass ich zu Tode verurteilt werde. Aber der Zorn der Frömmlerin ist so groß, dass ich lieber kein Risiko eingehen möchte. Wie tief wir doch gefallen sind. Wir träumten von großartigen Dingen, von Städten, die endlich uns gehören würden. Und nun muss ich mich in einem alten Lagerhaus verkriechen, das nach Fisch stinkt. Aber so ein Pech aber auch. Das tut mir aber gar nicht leid. Kurt. Are you all right? Yes. Better than ever. You cannot even imagine how much I hated that piece of filth. What did he do to you? As you may have guessed, I suffered the same treatment as Reyna. The only difference is that I survived, and there's even more. Believe me, I'm glad that these memories went up in flames along with that bastard. Thank you, Green Blood. Thank you for helping me as I go through all this. I'll never forget it. Der hat mich auch hoffen. So. Kann ich jetzt mit Petrus? I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds, but the risk is they'll bet against me. That may be the case, but the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This'll make her lose a considerable amount.
Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Teleme? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. Ach, wir sind in St. Matthias. Ist ja praktisch. Gut. Und dann müssen wir nachher noch mit Kurt reden, denn ich glaube, ich habe mich entschieden, dass wir eine Beziehung mit Kurt eingehen. Ja, ich finde das ganz nice. Ich wusste, dass wir hier runtergehen. Genau der ist das. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Now, you were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No. No one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. You know that in order to attain supreme glory, there are a few rungs on the ladder. None of my champions will make a trip to fight against someone barely known. Even if I promise that the spectacle will be worth the journey. No one cares about promises. Prove yourself in the arena and win at least the third challenge, and people will start to listen to you. Very well. We'll see each other again soon. At least you have the right attitude. That's summit. I will leave you alone until your reputation in the arena is established. There's no point in me following your trail for days. Yes, that's wiser. It could take some time. Let me know if you need me. Of course, Petrus. Huh? Was? Ich muss jetzt hier... Nur ernsthaft? In die Groschenarena gehen. Ja, man bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Jetzt müssen wir uns auch noch einen Namen. Jetzt muss ich das doch noch mit der Arena machen. Ich hab da so keinen Bock drauf. Aber ich mach es. Ready to excite the crowd. I don't need to remind you how this works. Ja, ich weiß. Einfach runtergehen, zack, und kämpfen. May the Enlightened protect me in this battle! To my help! And death to the others! Your magic is running out! Ready to excite the crowd. Akzeptieren und kämpfen. Die erste Herausforderung, Runde 2. I don't need to remind you how this works. May the Enlightened protect me in this battle! To my help! And death to the others! Hey! Your magic is voll angeschossen hier! Na, ich hab keine Munition mehr. Ready to excite the... Could you explain the rules? Oh, nein. Ich brauch keine Regeln. Erste Herausforderung, Runde 3. I don't need to remind you. Okay, wir machen das jetzt schnell. Durchlauf hier. Ach, die Viecher. May the Enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Das war leicht. Ready to excite. Okay, zweite Herausforderung, Runde 1. I don't need to remind. May the Enlightened protect me in this battle. To my help! And death to the others! Your magic is running out! Take a potion! May the shadow engulf our enemies!
You're running out of energy. Drink a potion. May the... Ready to ex... Akzeptieren, zweite, zwei... I don't need to remind you how this works. Jetzt habe ich die dritte Runde genommen. May the enlightened protect me in this battle. To my health. And death to the others. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. Drink a potion. Ready to eat. So, nochmal. Zweite Herausforderung. Jetzt kommt die zweite Runde. I don't need to May the enlightened protect me in this battle. To my health. And death to the others. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. So. Ready to accept. Dritte Herausforderung. Perfect. Here for your greatest pleasure. Our team of excellence. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Move away. Things are about to get dicey. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. You. Ready to accept. So, aktuelle Herausforderung ab. Ach so. I need to get going. Huh. A pity. Wir müssen jetzt weiter so rein. Ich habe die anderen schon bestanden gehabt. Na gut. May the enlightened protect me in this battle. To my health. And death to the others. Move away. Things are about to get dicey. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Ja, und die letzte Herausforderung. May the enlightened protect me in this battle. To my health. And death to the others. Your magic is running out. Take a potion. Aber klar, dass das ekelhafte Vieh wieder zu mir kommt. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. Drink a potion. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Perfect. You've grown to love their faces. You know their tactics. May the enlightened protect me in this battle. To my health. And death to the others. Your magic is running out. Take a potion. Muss mal einmal hier. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. Drink a... Ach ja, weiter geht's. Ach, was sind das denn jetzt für Viecher? To my health.
And death to the others! May the Enlightened protect me in this battle! Your magic is running out. Take a potion. Move away. Things are about to get dicey. Nein, die sind mit dem Schwert genauso scheiße zu treffen. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. Drink a potion. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. Move away. Things are about to get dicey. Be careful. Your armor is falling apart. So. Und wieder der nächste rein da. To my help and death to the others. May the Enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Move away. Things are about to get dicey. Mm-hmm. Mein Gott. Meine Güte. Was wäre denn jetzt hier? Move away. Things are about to get dicey. You're running out of energy. Drink a potion. May the shadow engulf our enemies. Be careful. Ich kann gar nichts einsetzen hier gerade. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen gefangen. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Move away. Excellent. And the public. So. Akzeptieren und kämpfen. Die fünfte, mein Gott. Perfect. Incredible. Nach der fünften höre ich jetzt aber auf. Weil ich will ja jetzt auch irgendwann mal weitermachen. To my health. And death to the others. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Okay, definitiv. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Ja, das sieht nicht mehr gut aus. Das sieht nicht mehr gut aus. Wir hören jetzt auf. Ich gucke in der Zeit mal, ob ich noch mal ein bisschen hier was machen kann. Zum Beispiel Patronen. Patronen wären echt nicht schlecht, ne? Nee, Rohessenz. Okay, dann mache ich einen Magietrank. Und, ein bisschen Heiltrank noch machen. So, das habe ich ja jetzt wohl geschafft. Mindestens bis zur dritten sollte ich machen. Ich habe jetzt bis zur ersten fünften, die erste fünfte habe ich gewonnen. Das heißt, wir können das jetzt, die eine Quest mit Petrus können wir jetzt weiter verfolgen. Ja. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I've done what you asked me. Can I have my fight now? I have to admit that you've surprised me. You have technique and style, and the public does love you. Let me think. There's Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known, and he's a killer. I'm warning you.
This Briscard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel. Your friends will need to stay in their seats. What? As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Okay. Wer sagt denn, dass ich gewinnen werde? Ich werde sicherlich nicht gewinnen. Kenn mich doch. Ich bin so ein Versager, was sowas angeht. Na meine Güte, noch versteckter geht's ja wohl nicht. You again? What do you want this time? Why so defensive? Petrus, you had a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. They do say that you are devious. Perhaps too much so for your own good. Go on. My friend here loves the glory and sand of the arena. I've gained quite a reputation, but soon I'll be taking on a true champion. I am no fool, though. I know I won't hold up for long. Yeah, I've seen the odds. Everyone expects you to lose within a minute. So what? Let us suppose that our champion is a little less aggressive than usual. If the fight can last at least 5 minutes, an informed bettor would win the jackpot. And I'd keep a little of my pride. Very well. I'll arrange it. But no dirty tricks. Don't take advantage of the deal and try to beat the champion. If you do, he'll wipe the floor with you. You want to get your money. Don't get too greedy. Ich soll jetzt ihn nicht... warte mal. Ich soll ihn jetzt nicht besiegen? Okay. 5 Minuten nur durchhalten. Das krieg ich gebacken. Das krieg ich hin. Aua, ich bin zu. Das krieg ich hin. Das ist der Hafen, das ist schon wieder falsch. 23 Stunden, ja gut. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch eben schlafen gehen, aber dann könnte ich ja jetzt eigentlich schon mal mit Kurt quasseln. Von Vasco kommt nämlich nichts mehr rüber, von Ciora kommt auch nichts. Afra können wir eh vergessen, Petrus ist überhaupt keine Option für uns, also ja. Mein Hund ist ja hier total wieder fix und fertig am Hecheln hier. Kurt. Greenblood, my friend. Do you need something? Welche Pläne er für die Zukunft hat. Oh. Now that you've taken care of Major Herman, have you begun to think about the future? Yes. For the first time, I feel free to do so. Ihm sagen, dass es an der Zeit war. Ihm sagen, dass du ihm alles Gute wünscht. Ihm sagen, dass du hoffst, dazu beizutragen. Ihm sagen, dass du hoffst, dazu beizutragen. I hope I will be a part of it. I must admit that I still find it difficult to believe that someone as gracious as you may have found an interest in someone like me. But nothing would make me happier. Anything else? Das war's? Wir haben noch was, seine Ausbildung mit Major Herman. What happened exactly with Major Herman? I was just a kid then. But I was sent to an elite camp.
although one must say that I was gifted for my age. This is when Captain Herman took charge of me. We were beaten almost every day. We hardly slept, and he humiliated us at every opportunity. The same treatment as Reyna, Wilhelm, and the others. Except, Herman occasionally came to visit us at night. Yeah, but it's something I'd rather forget. The bastard went up in flames, and all my memories along with him. Anything else? Das war's. I must leave you. Das war's? Jetzt mal im Ernsthaft jetzt? Kommt da nicht noch was? Irgendwas? Okay. Da wir ja eh noch Zeit haben, können wir ja mal... Oh, wir haben hier wieder was frei. Gucke mal. Schneidende Atem. So. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Talente kommen echt wenig, ne, zum Einsatz. So, 376. Ich kann das allgemein nicht, glaube ich. Voraussetzung, schwere Zweihandwaffe. Kurt könnte das. Ich habe da auch Zweihandwaffe gewählt. Das war auch blöd. Ich wollte die Sense haben. Ich finde das jetzt kacke. 246. Ach, das ist ja süß. Ja, dann bleibt er dabei, ne? Was soll ich denn da jetzt... was ist denn mit Ciora? Was ist denn hier? Das ist nicht... 400? Okay, da können wir jetzt nichts anderes machen. Hier. 245, 290. So. Ich finde das, dass sie so ein Kurzschwert hat, finde ich irgendwie niedlich. 298, 283, 245, okay. Das passt alles nicht. Und er hat eine Waffe. 277, 4 Laufpistole. Warte mal, 377. Wie viel habe ich denn? 300, oh nee, dann nehme ich. Ah, ich kann die nicht nehmen. Okay. Hast gewonnen, Vesco. So. Oh, ich muss eh Schluss machen. Ja, ich kleide die jetzt hier mal ein und danach mache ich die nächste Dingens mal wieder an und dann, ne, mach das schon mal fertig. Ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.